Ja, ich heiße Alva Arnold. Ich bin hier im inklusiven interkulturellen Gemeinschaftsgarten als Gemüsegärtnerin tätig. Seit Februar diesen Jahres, ganz frisch. Und ich möchte gerne das Projekt Zusammenwachsen hier aufbauen. Also mit dem Projekt Zusammenwachsen wollen wir ja Menschen mit Beeinträchtigungen eine Beschäftigung bieten. Hier im Garten. Zusammenleben hat einen weiteren Bereich, und zwar das Zusammencafé, in dem regelmäßig Mittagstisch angeboten wird. Und Ziel ist es, dass ich hier mit meiner Gruppe im Gemeinschaftsgarten das Gemüse anbaue, was dann im Zusammencafé für den Mittagstisch verkocht werden kann. Und das ist genau ein beginnender Kreislauf, der entstehen soll, der total toll ist und den wir jetzt ausbauen wollen. Durch die Regeln um Corona, die Maßnahmen, durfte ich dann nur mit einer weiteren Person zusammenarbeiten, also 1-zu-1-Betreuung, was auch total schön ist oder sein kann, aber was die Dynamik in meiner Gruppe, meiner Beschäftigung halt nicht so in Gang bringt. Und wir natürlich auch viel weniger schaffen, als wenn wir eine Gruppe wären von 3 Leuten, wo man sich gegenseitig motivieren kann und so eine Gruppendynamik entsteht. Das Interessante ist, dass sich wirklich Leute gemeldet haben, die ganz explizit danach gesucht haben, während dieser Corona-Zeit eine Möglichkeit zu finden, für das Kind eine Beschäftigung zu finden. Einfach weil die Schulen zu sind. Und ich glaube, das war eine ziemlich gute Sache, dass die dann sich hier an mich wenden konnten und ich gesagt habe, ja klar, kommt sofort. Und wir gucken, wie lange halt die Schule zu ist, und so lange kann auf jeden Fall ihr Kind oder hier die Person mit mir hier im Garten arbeiten. Wir schaffen hier einen total wichtigen Raum mit diesem Garten. Also das ist ja ein Garten innerhalb von einer relativ großen Stadt. Und die Leute können ja einfach direkt Erfahrung sammeln. Und seit ich hier in dem Garten bin, erlebe ich die Leute, ich beobachte die, die sind hier total dankbar. Das ist für die totale Therapie, totale Erholung, hier in der Erde zu wühlen, sich hier aufzuhalten, die Vögel zu hören und sich zu treffen und ab und zu mal zu quatschen und hier einfach zu sehen, wie die Erdbeeren rot werden und die Möhrchen wachsen. Und da ist natürlich total der direkte Bezug da zu Lebensmitteln. Und das ist natürlich total wichtig, und ich glaube, das müsste es auch noch viel mehr geben. Also Urban Gardening ist, glaube ich, echt kann mit ein Schlüssel sein, um einen Bezug herzustellen und Erfahrungen zu ermöglichen. Direkte Erfahrungen mit Gärtnern, halt Städtern zu ermöglichen. Genau, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass wir Wert auf Regionalität legen müssen, auf Saisonalität, also wann gibt es eigentlich welches Gemüse, Obst und so. Also in meinem Fall bin ich natürlich in diesem Gemüsebaubereich von den Lebensmitteln her. Ich glaube, wir müssen einfach so eine Transparenz darstellen, einfach so. Und was ich glaube, was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist diese Bedürfnisorientiertheit. Also wie viel wird eigentlich gebraucht, was genau wird eigentlich gebraucht, und dann kann sich danach gerichtet werden. Und wovon ich ein totaler Fan bin, ist eine solidarische Landwirtschaft mehr zu fördern. Also dabei geht es einfach darum, dass man den Bauern einfach eine Sicherheit gibt, ganz regelmäßig ein Einkommen zu haben, also quasi einen Pott an Geld zu haben, um anzubauen zu können. Also quasi ein Umkehrschluss. Man baut nicht an und nimmt ganz viel Kredite auf und muss dann gucken, das an die Leute zu bringen, sondern genau andersrum. Man bekommt erst das Geld von den Konsumenten, um dann anbauen zu können. Und das Produkt erhalten halt dann ja die Konsumenten unserer Gesellschaft. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Und da geht es auch darum, dass man guckt, wie viel kann man zahlen, wie viel ist möglich. Und da dann einfach so eine Solidarität zu schaffen, ich glaube, das ist ein guter Weg.